Oh! Die kann man umhauen. My arms, my legs, each like a bloody ruin. What the fuck? Nein! Ich hab's gesehen, aber... Der hat... Dass die sogar den Grab... Ganz ehrlich, dass die sogar den Grab... Delayen ist ja widerlich wie sonst was. Ich hab gesehen, wie er mit seiner Hand runterkam, aber er hat dann nochmal kurz gestoppt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elden Ring. Nachdem wir beim letzten Mal ja so ein bisschen die Welt erkundet haben, werden wir das diese Folge auch noch ein bisschen machen, beziehungsweise ich werde es machen und ihr werdet die interessanten Sachen sehen. Erstmal, ich habe mich ein bisschen umgezogen, ich wollte mal dieses andere Gewand ausziehen. Ich hatte erstmal überlegt, ob ich vielleicht, einfach weil das mit den Federn, irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Ich hatte erst das ausprobiert, aber diese Grabvogelrüstung sieht irgendwie, hat es irgendwie nicht so, wie ich finde. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das sieht eigentlich ganz gut aus, wie ich finde. Deswegen behalten wir jetzt das mal. Des Weiteren wurde mir erklärt, was es mit den Bildern nochmal auf sich hat. Und zwar war das die Tatsache, sind die nicht hier auch irgendwo im Inventar? Man muss jedenfalls zu dem Ort mit den Bildern gehen. Da ist das Bild. Das Werk eines reisenden Künstlers. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Okay, das sieht aus wie irgendein Kolosseum, müssen wir mal gucken. Und da soll man dann was finden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bedeutet, dass man das nur finden kann, wenn man am exakt richtigen Ort steht. Ob man das auch finden kann, ohne das Bild überhaupt gefunden zu haben oder wie das Ganze läuft, müssen wir mal schauen. Jedenfalls, was ich machen will in dieser Folge ist, diesen Bereich hier noch zu erkunden, weil den haben wir ja noch nicht erkundet. Und dann natürlich auch hier in den Norden noch so ein bisschen zu gehen. Und dann eventuell, falls wir es heute noch schaffen, muss mal gucken, es ist sehr warm. Nicht, dass mein Computer doch überhitzt. Hier natürlich dann weiter in den Norden zu gehen, beziehungsweise Nordosten zu gehen, wo es ja weitergehen soll. Und eventuell, ich weiß ja, laut der Karte soll hier irgendwo noch ein Kreuz sein, eins von diesen Mikella-Kreuzen. Damit sollte ich den Skadu-Baum noch ein bisschen weiter verbessern können. Und ich würde gerne dann schauen, also so eventuell, dass ich diesen komischen Golem nochmal probiere oder Feuergolem oder was das ist. Einfach weil ich denke, ich will es nochmal auf jeden Fall probieren mit einer Eiswaffe, am besten meinem Mondlicht-Großschwert und ich schau mal. Ich denke, an sich kann ich das so handhaben wie mit dem Drachen, das heißt immer schön mit Torrent reinreiten, bisschen Damage machen und dann wieder rausreiten, weil ich habe beim ersten Mal ja gemerkt, dass das durchaus möglich ist, dass ich über das Feuer gut springen kann. Müssen wir gucken, ob das funktioniert. Ich meine, ich werde es jetzt auch nicht zwingend drauf ankommen lassen. Kann man da runterspringen? Nee, das ist zu hoch, oder? Das ist zu hoch. Aber ja, werde ich mal schauen. Vielleicht kann ich von der anderen Seite da irgendwo runterspringen. Aber ich versuche jetzt erstmal hier die Seite abzuarbeiten. Und ja, ich würde das wie die letzten Male handhaben. Sprich, wenn ich was finde, dann werde ich gleich reinschneiden. Bis gleich. Alter, machen die Damage. What the fuck? Okay, es sind nur zwei random Gegner. Hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass die plötzlich so ein Damage raushauen, what the fuck. Hält der Ausschau, der Kollege? Ja, tut mir ja leid, mein Freund. Aber das wird dein letzter Ausguck sein. Oh, er lebt noch. Natürlich. Grab, das ist für die Schattenaschen, wenn ich mich nicht irre. So, wo ist denn der Kollege? Geht's nach unten, oder? Geht's hier ganz bis nach unten? Ach du Scheiße. Hier komme ich also... Nee, das ist ein anderer Graben. Wollte schon sagen, hier komme ich in den Graben. Okay, ich bleibe erstmal oben. Und dann sehe ich weiter. Aber okay, hier kommt man auf jeden Fall in den Graben runter. Das ist schon mal gut zu wissen. Flinker Speer. Ist das eine neue Waffe? Tatsache. Ein extrem leichter Metallspeer, der von seiner fortgeschrittenen Gusstechnik profitiert, kann schnell aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Aufspießender Stoß, ein Talent, das entwickelt wurde, um Schilde mit durchbohrenden Waffen zu überwinden. Sammelt eure Kraft und springt vorwärts. Ah, okay, schön, durch Schilde kann man damit gehen.
Wobei, ich finde, so oft sieht man Gegner mit Schilde gar nicht. Und wenn man sie mit Schilden sieht, dann kann man sie auch einfach so mit Torrent ja umgehen. Nevermind. Das hat er mir natürlich gleich gezeigt, dass das nicht so einfach geht. Aber gut, ich muss ja nur ein bisschen auch meine Geschwindigkeit ausnutzen. So, wie ihr seht, man kann sie einfach mit Torrent umgehen. Gut, es gibt natürlich auch ein paar in Dungeons, aber naja. Na gut, schauen wir mal, was auf dem Friedhof da gibt. Ich bin ja immer noch ein bisschen interessiert, was es mit den ganzen Gräbern auf sich hat. Also nicht diesen Gräbern hier, sondern diesen durchsichtigen Gräbern. Ich habe ja immer noch fast so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so eine Parallelwelt ist. Zur oberen Welt. Und dass das irgendwie... Weil in der oberen Welt... Oh, what the fuck. Au. Weil das Ding ist, in der oberen Welt... Lass mich mal runter. Was bist du denn? Ach, du bist so ein Typ. Weil in der oberen Welt kann man ja eigentlich nicht sterben. Das ist ja dieses Ding. Und dass die hier irgendwie... Dass hier irgendwie diese Seelen hinkommen, wo sie dann theoretisch sterben können. Dass das so eine Art... Dass das quasi so eine Art... Ach. Alternativwelt ist, weil die nicht richtig sterben können oder so. Meine Güte, hätte er ausgehalten. Das ist so ein komischer Hornkrieger. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich aufhören. Achso, diese Asketen, ja. Wo war denn jetzt der Friedhof? Der hat mich ganz schön hier weggedrückt von dem... Hier, guck mal, hier sind wieder diese komischen Würmer, diese durchsichtigen, womit, was es auch immer mit denen auf sich hat. Und da vorne ist ein riesiger Obelisk. Ich frage mich, was es mit diesen Würmern auf sich hat. Zeigen die mir irgendwas? Aber die gucken ja alle in unterschiedliche Richtungen. Oh, die kann man umhauen. Das sind Gegner. Ups. Jetzt habe ich mir die aber ganz schön zum Feind gemacht. Ugh. Aber okay, die beruhigen sich wieder. Ich frage mich, ob es einen Sinn ergibt, die alle zu töten. Irgendwer stöhnt hier. So, jetzt bin ich gespannt. Hat mir das irgendwas gebracht? Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Ob das daran lag, dass ich die Typen getötet habe? Ich glaube nicht. So, da drüben ist links ist eine Gnade. Darum kümmere ich mich mal zuerst. What the fuck? Aber sonst geht's dir gut, Kollege, oder? Bale! Vile Bale! Oh, Terror Incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall know fear! Alles klar. Kommt hier noch was dazu, oder? Der scheint nur noch das zu sagen. Ich wollte das andere eigentlich machen. Vision von Drache, what? Okay, keine Ahnung. Er hatte irgendwas von einem Bale gesagt. Wenn ich einen Bale finde, vielleicht hilft mir das weiter. Wahrscheinlich hilft mir das weiter. Ach, deswegen Vision von Drache. Weil hier irgendwelche Drachenstatuen sind, hä? Wie er mich da unten tauntet, der Typ, hä? Dass ich ihn noch nicht besiegt habe. Und jetzt steht er da so. Ich weiß genau, dass du mich anguckst, Kollege. Ich komme schon noch. Keine Sorge. Irgendwann, wenn ich den Skadu-Baum... Spätestens, wenn ich den Skadu-Baum aufgelevelt habe, hole ich mir dich. Na gut, mal schauen, was uns... Oh. Das ist auch kein Dungeon. Heißt das, ich werde invaded wahrscheinlich, oder? Ansonsten gibt es typischerweise keinen Grund, warum ich von... Ja, Invasion durch uralter Drachen, Mensch. Okay.
Uiuiuiuiui. Fang mal an, Kollege. Kommt der bis hier? Nee. Ich würde schon sagen. Au. Der hat er mich weiter erwischt, als ich dachte. So, und sonderlich viel hält er ja aber nicht aus. Das ist schon mal gut. Oh, das war Bluten. Ich wusste gar nicht, dass ich Bluten, aber gut, es ist ein Katana, ne? Dass ich Bluten auf dem Katana habe. Uralter Drachenmensch ist tot. Hilft das dem Typen jetzt da vorne? Mal ganz kurz zurückgehen. Oder war der das sogar und ich habe es nur nicht gemerkt? Nee, der sah anders aus. Nope. Das hat nichts gebracht. Alles klar. Aber man muss es ja mal ausprobieren, ne? Hier scheint eine Höhle zu sein. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Art Dungeon sein. Ja, passt mal auf. Ich werde es folgendermaßen machen. Bei diesen Dungeon wird ja am Anfang typischerweise eine Gnade sein. Ich werde aber jetzt den... Oh, Drachengrube. Ich werde den Dungeon jetzt mal noch nicht erkunden, weil... Sobald ich an der Gnade raste, würden draußen alle Gegner in der Open World wieder belebt. Aber ich weiß, okay, hier ist die Drachengrube, hier gehen wir hin, sobald ich oben mit dem Erkunden fertig bin. Wie gesagt, ich gehe das ein bisschen logisch an mit der ganzen Erkundung, damit mir nichts, damit ich am Ende nichts vergesse. Und ich halt auch zumindest so ein bisschen... Oder ja, damit, weil wenn ich jetzt in die Drachengrube gehe, dann vergesse ich wieder, wo ich schon war. Wobei es noch nicht so komplex ist. Ich bin hier jetzt halt den Weg lang gegangen und müsste jetzt hier halt oben noch lang. Da war doch irgendwo noch so ein Obelisk. Nichtsdestotrotz will ich es trotzdem erstmal so machen. Ich habe aber dieses komische Teil noch nicht gefunden, ne? Dieses Kreuz. Ich weiß jetzt nicht. Also ich meine, hier gibt es zwei Wege. Vielleicht entweder, ich bin nicht sicher, ich bin, glaube ich, von oben gekommen. Ich bin dem Weg gefolgt, ne? Ich könnte unten noch lang gehen. Was ist das denn für eine komische Arena hier? Hallo. Hau ihn um. Noch einer von den Vögeln? Nee. Grabvogel Armreife. Ach cool, ich krieg das ganze Grabvogel-Set mit der Zeit so. Na toll. Nee, das da ist ein anderes Schloss. Oder eine andere Burg, zu der wir wahrscheinlich später noch kommen. Gott, ist das Gebiet riesig, ey. So, da wären wir dann auch bei dem Obelisken, was ein Turm zu sein scheint. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Säule der Unterdrückung. Ist unter dem Fahrstuhl was? Ah nein, das ist eine Säule. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was ich hier oben finde. Bei so einem langen Weg nach oben muss da ja was Ordentliches warten. Außer einer coolen Aussicht natürlich. Also auf jeden Fall eine Kiste. Oh, ein uralter Drachenschmiedestein. Das ist aber wieder einer von denen. Für spezielle Waffen. Die absolute Mitte des Zwischenlandes. Hier standen alle Arten von Tod, um verdrängt zu werden. Das ist die absolute Mitte, okay. Aber die sagen Zwischenlande, also entweder das ist hier wirklich eine andere Zeit der Zwischenlande oder das Gebiet gehört zu den Zwischenlanden und ist nicht sein eigenes Ding. Alter, dass ich diesen blöden Typen hier oben sogar noch sehe, der will mich doch verarschen. Aber gut, schauen wir mal weiter. Interessant auf jeden Fall. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich muss sagen, so ein bisschen mehr Stuff... Hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube, im Hauptspiel war es auch nicht zwingend, dass man so viel findet. Das Interessante ist halt typischerweise immer die einzelnen Dungeon dann zu finden, wie der, der jetzt direkt unter mir ist. Aber bevor ich zu dem jetzt gehe, werde ich ganz kurz mich mal noch hier so in den... Also ich glaube, wir sind hier lang gekommen, ne? Deswegen probiere ich jetzt mal den Weg noch lang zu gehen und zu schauen, was da noch ist. Ich habe ja durch meine... Dadurch, dass ich die ganze Zeit immer Gegner besiege, kriege ich ja ständig... Holla, die Waldfee. Kriege ich ja ständig Heiltränke zurück. Von daher ist das alles kein Problem. Und dann will ich mal gucken, ob da irgendwo dieses komische Kreuz ist. Ah, never mind. Guck mal, das ist da unten.
Wie komme ich da runter? Wahrscheinlich, wenn ich dem Weg hier zurückfolge, gibt es wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, alternativ zu laufen. Und dann komme ich da unten lang. Ja, guck mal hier lang. Ah, da ist auch gleich wieder Gegner gesoxt, das auf mich wartet. Alter, was geht denn da vorne ab? Ich glaube, das hatte ich von der anderen Seite mal irgendwann gesehen, dass sich da Gegner prügeln. Jetzt bin ich da scheinbar angekommen. Ach du Scheiße, das wird ein Spaß, das sehe ich jetzt schon. Ich gehe mal erstmal auf die Großen. Ich hau alles zu Klump hier. Ich werde zu Klump gehauen. Oh shit, 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 shit. Hör auf, mich anzuspucken. Okay, das war ganz schön knapp. Wenigstens staggern sie mit der Waffe, das ist schon mal gut. Oh, du hast gewonnen. Nicht schlecht. Hätte ich ja fast nicht gedacht. So, und damit gibt's Lebenstränke zurück. Und jetzt wird's auf einmal so dunkel hier, ey. Ist gerade Nacht geworden. Es gibt ja in dem Spiel den Tag-Nacht-Zyklus, aber das vergisst man immer so gerne. Weil es eigentlich selten wirklich sinnvoll oder wichtig ist. Ah, hier sind Tote. Es ist in der Regel relativ unwichtig, dieser Tag-Nacht-Zyklus. Da hätte ich mich nicht reinwerfen sollen. Was geht da ab, ey? Ich helfe euch doch. Und das kann ich zu beiden sagen. Weil es bei beiden theoretisch stimmt. So, aber einen Heiltrank habe ich jetzt noch nicht gekriegt. Forke der Blutunholde. Da gucke ich gleich mal. Ja. So, jetzt sind alle tot. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Die Forke. Oh, und ein Mesmer-Soldatenhelm. Aber das Mesmer-Ding hatten wir schon mal gelesen. Das sind ja dann meist die gleichen. Von den Blutunholden genutzte Waffe. Drei geschnitzte Knochenzinken fördern den Blutverlust des Opfers. Ein Ritualfetisch für Blutgaben an die formlose Mutter. Hin und wieder vergießen die Blutunholde sogar ihr eigenes Blut mit diesen Forken. Die formlose Mutter, war das nicht auch die Gottheit, die Moog angebetet hat? Ich meine, der gehört ja zu der ganzen Blutgeschichte. Ergibt Sinn, dass die hier sind, ne? Wenn das Ding hier irgendwie von Moog und Mikella gebaut ist. Dieses ganze Gebiet. Aber das Kreuz habe ich immer noch nicht gefunden. Kann natürlich sein, dass es da unten ist. Was doof wäre. Ich hätte das Kreuz schon gern. Was ist das? Achso, okay. Ich dachte, das wäre was zum Einsammeln. So, das hier ist ein weiterer Dungeon? Das ist ein weiterer Dungeon. Das heißt, wir haben heute schon zwei Dungeon gefunden und noch nicht einen gemacht. Aber auch hier, wir werden gleich zurückkommen. Lava-Zulauf der ruinierten Schmiede. Wir werden die alle durchaus machen. Aber wie gesagt, ich will halt verhindern, dass jetzt hier unnötig die Gegner wieder spawnen. Wenn ich halt noch volle Flasks habe, weil man die immer wieder zurückkriegt. Das nutzt man natürlich aus, weil ansonsten muss ich... Ich meine, klar, ich kann an den Gegnern später einfach vorbeireiten, aber wie gesagt, solange hier keine Gegner sind, beziehungsweise dann, solange hier die Gegner nicht sind, weiß ich dort, wo Gegner sind. Dort war ich auf jeden Fall noch nicht. Und das ist natürlich hilfreich. Zum Beispiel hatte ich gesehen, dass es hier mindestens noch einen Weg nach unten gab. Genau hier. Heiliges, blutiges Fleisch. Erhöht vorübergehend die körperliche Angriffskraft und Arkanenergie einmal und bei Blutungen erneut. Rotes, blutgetränktes Fleisch, eine Delikatesse der Blutunholde. Erhöht vorübergehend die körperliche Angriffskraft und Arkanenergie. Wenn in der Nähe Blutungen auftreten, wird die Angriffskraft weiter erhöht. Das Blut soll aus der Wunde der formlosen Mutter stammen. Es trocknet nie aus und verdirbt niemals. Boah, bei dem Nebel sieht man ja die Hand vor Augen nicht, ey. Ach, sag bloß, da ist ein Sumpf. Lass mich raten, es ist ein Giftsumpf. Wobei Giftsumpfe mit Torrent nicht so schlimm sind, weil man dadurch nicht vergiftet werden kann. Und Torrent kann nicht vergiftet werden. Ich habe aber auf jeden Fall gesehen, hier sind schon diese Blumen, ne? Ja. Gucke mal, gucke mal. Was haben wir denn hier? Festliches Fett.
Gewährt dem Träger bei Treffern Spurelemente von Runen. Ach, da kriege ich Runen, wenn ich Gegner treffe, auch nicht schlecht. Ein Waffenüberzug, der eine festliche Anrufung enthält, die dem Träger beim Landen von Treffern eine Spur Runen gewährt. Der Effekt hält nur kurzzeitig an. Das Fest ist eine alte Tradition, alt genug, dass der Erdenbaum seine Dauer erträgt. Interessantes Teil. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich so dringend Runen brauche und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich viel bringt. Aber für ein New Game... Obwohl, auch für New Game Plus durchlaufen. Ich keine Ahnung, so richtig glaube ich nicht, dass das was bringt, aber... entweder es ist vollkommen OP, dann ist es zu stark, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist eher wahrscheinlich so ein Gag, so ein bisschen. Wobei es wahrscheinlich hilft, wenn man eh farmen geht, dann kann man sich das Zeug ja auch drüber schmieren, ne? So, da vorne ist eine von den dicken Blumen. Uiuiui, dich habe ich gar nicht gesehen, kleiner Zwerg. So, jetzt eine fette Krabbe. Das ist doch niemals nur einer, oder? Da kommt doch irgendein Vieh noch dazu gleich. Mindestens eine zweite Krabbe. So eine Familie halt, ne? Shit, ich dachte, ich komme hinter sie, aber so ganz hat das nicht geklappt. Ich sollte wahrscheinlich andersrum reiten. Von ihrer Hauptkralle weg. Genau, das macht es deutlich besser. Oder Schere ist ja keine Kralle. Krallen haben, Krabben haben ja Scheren. So, und jetzt die fette Blume. Gott, hält das viel, viel aus, ey. Vor allem, es macht ja nicht mal was. What the fuck? Bisschen Ausdauer wiederholen. Was für ein komischer Gegner, was war das denn? Normalerweise wehren die sich doch wenigstens. So, ist das der nächste Dungeon hier, den ich erkunden kann? Oder ist das einfach mal nur eine normale Höhle? Ich muss aufpassen, ich bin noch vergiftet. Aber wie gesagt, Gift an sich ist ja nicht so wild. Tiefviolette Lilie, was machen die denn? Zur Herstellung von Objekten. Mhm. Huch, wo komme ich jetzt wieder raus? Wohin loopt das jetzt hier? Diese komische Höhle auf jeden Fall. Das ist wieder was für die Schattenaschen zum Verstärken. Das ist nicht, was ich gesucht habe eigentlich. Die Geisterasche. Aber hey, da ist eine Gnade. Ist ja auch nett. Nehmen wir mal mit. Und dann gucke ich mal ganz kurz raus, wo ich jetzt hier rauskomme. Vielleicht auf der anderen Seite vom Sumpf? Nee. Jetzt bin ich hier unten, ehrlich. Ach du Scheiße. So kommt man also doch. Man kommt doch noch so hier runter. Ich bin ja nicht sicher, ob ich diesen Sprung wagen sollte. Zumindest noch nicht jetzt. Weil ich will erstmal ganz kurz nochmal durch die gleiche Höhle zurück, bevor ich mich hier unten umsehe. Alter, so viel zum Erkunden. Bevor ich mich hier unten umsehe, oben war noch eine andere Richtung, durch die ich nicht gegangen bin. Ich bin ja in Richtung Krabbe gegangen und da war ja noch in Richtung Sumpf, war ja noch eine zweite von diesen großen Blumen. Und da will ich mal kurz gucken, was man da noch finden kann. Ich meine, ich bin wieder vergiftet, aber was soll's, ganz ehrlich. Das kann ich ja alles wegheilen. So, was haben wir denn hier? Handbuch des großen Herrschers. Ich kann wieder was herstellen. Steht da auch drauf, was? Schwerer Gifttopf. Geil. Mehr Töpfe. Für mein nicht existentes Wurfbild. What the fuck ist das denn? Ja, nee, ne, ist klar. Alter. Ich will gar nicht wissen, was da auf mich wartet. Hier ist so ein Torrentsprung. Nee, da ist ein Typ. Ist da ein Typ drin? Oh, warte. Sind das diese Dinger, die man kaputt machen muss? Nee. Okay, ich will jetzt mal noch nicht den Torrentsprung benutzen, sondern mich eher erstmal hier unten noch umsehen. Weil da hinten habe ich schon ein Häuschen gesehen. Eine Hütte. Die Schafe gucken mich alle so komisch an. Wahrscheinlich stinke ich wegen dem Gift. Wegen des Giftes natürlich. Entschuldigung. Da ist ein Geist. Hütte des Ältesten. Talisman der Furcht. Talisman, der den
grausigen Drachen des Klingengipfels darstellt, dessen Gebrüll die geschmolzene Wut des Gipfels zum Kochen bringt, verstärkt die Wirkung von Magma. Bale war der Name des fürchterlichen Drachens, ein schrecklicher Vorbote der Zerstörung, dessen Herausforderung an den uralten Drachenfürsten in einer schweren gegenseitigen Verletzung endete. Von dem hat der andere Typ doch geredet. Oh, Bale, Tyrannendrachling, schmerzen eure Wunden noch? Hat euer Zorn seinen Höhepunkt noch nicht erreicht? Beeilt euch und legt alles in Schutt und Asche. Ich frage mich ja, ob in dem Drachendungeon wir den dann finden. Vernichtet die Stolzen, die Eingebildeten, jeden Einzelnen aus diesem arroganten Haufen. Okay, oder wir finden den Drachen irgendwo da drüben, wenn er da schon hinguckt. Sieht ganz cool aus mit dem Mond, ne? Okay, dann wissen wir aber zumindest, was mit Bale gemeint ist. Das ist ein fetter Drache. Das wird bestimmt auch ein Spaß, den zu bekämpfen. So, dann probieren wir mal jetzt den Torrentsprung aus, hä? Und gucken mal, wo der mich hinführt. Nein, das war nicht, was ich wollte. Ah! Irgendwo wurde eine Geisterquelle entsiegelt. Ah, das war das, wofür ich dieses... Jetzt weiß ich, was damit auf sich hat. Das war das, wofür ich diesen Hinweis damals bekommen habe. Ach so, ich hätte den Torrentsprung noch gar nicht benutzen können, weil der noch von der Geisterquelle versiegelt war. Aber weil ich den jetzt entsiegelt habe, kann ich hier einmal... Achtung! Hui! Wo auch immer ich jetzt gelandet bin. Diese Sprünge sind so übertrieben. Guck mal da drüben. Da ist das Kreuz, das ich gesucht habe. Ha, aber wie komme ich da hin? Jetzt gucke ich mir mal noch von weiter oben an, weil ich habe gesehen, da ist noch so ein Sprungding. Komm schon, hier kommt man doch hoch, oder? Jawohl. Und... Hui! Alter! Festung des Tadels. Na klar. Denn jetzt gelandet? Ich bin ziemlich nah an diesem verdammten Baum gelandet. Okay, das machen wir jetzt mal noch nicht. Ich hatte noch viele andere Sachen, die ich erstmal erkunden wollte. Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Aber da komme ich wahrscheinlich von hier, von der Festung des Tadels hin. Okay, jetzt wollte ich mal gucken. Ich hatte den gerade irgendwo hier gesehen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Und ich versuche das Ding nochmal zu finden. Dieses Kreuz, weil ich hätte das Kreuz gerne. Das wäre nämlich wieder ein weiteres Skadu-Baum-Upgrade. Und das vor dem Dungeon... No more. I am sorry. I repent. Huch, der sagt was Neues. No closer. Oh, the horror. Please. Savage me no further. Oh, no more. Okay, wir müssen uns vielleicht um den kümmern. Your cruelty. Please, spare. Kann natürlich auch sein, dass der einfach weiterführt. So, ich weiß, in diese Richtung, genau da muss ich... Ich meine, es wäre ja schon mal gut, wenn ich das Ding erstmal sehen würde. Es geht mir ja noch gar nicht darum, dass ich den Weg dahin finde. Aber es erstmal zu... Da, wie habe ich das übersehen? Hier war ich doch. Aber wahrscheinlich war es da Tag, da hat es nicht ganz so geil geleuchtet, ne? Und irgendwo muss ich den Weg da übersehen haben, da runterzukommen. Beziehungsweise, ich habe ihn wahrscheinlich irgendwo gesehen, aber ich dachte, ich wäre da schon gewesen. Genau, ich war hier unten, aber ich glaube, ich dachte, ich war hier schon. Dabei ist hier das blöde Kreuz. Und da ist auch gleich eine weitere Gnade. Oh, guck mal, da steht auch wieder einer. So, dann einmal Skadubaumfragment und gucken. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Das ist wieder das. So, jetzt haben wir das hier im Süden gefunden, theoretisch, was auf der Karte war. Und jetzt die anderen sind, glaube ich, nur noch in diesen Gebieten. Oh, hello there. Are you the Tarnished? Lady Leda spoke of you. Another Tarnished. Guided here by Mikkola the Kind. My name is Teolie. I too am Tarnished. And here on kindly Mikkola's account,
So, well, here's to new beginnings, I suppose. I'm sorry, but well, I'm not much good at anything is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since the very day I was born. I'm afraid the only thing I'm proficient in is... is poison. Sorry. Na, immerhin. Was hat er? Der hat alles Mögliche für Gift. Na, klar. Oh, guck mal, der hat die Waffe. Ach, das ist die gleiche Waffe, bloß mit Gift. Ah, guck mal einer an. Will ich die kaufen? Ach komm, ich kaufe sie aus Prinzip. Just give me the word if you need any more poison. Ah, alles klar. So, bei der Burg waren wir gerade, da sind wir hochgesprungen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt als erstes um... Da ist die Drachengrube. Genau, da ist der Lava-Zulauf und da ist die Drachengrube. Wir fangen mit der Drachengrube an. Ich denke, ich werde beide heute noch machen, aber wir fangen mal mit der Drachengrube an. Ach so, und dran denken, Skadu-Baum erhöhen, ne? Genau dafür habe ich den ganzen Spaß ja jetzt gemacht. Erstmal ein imposanter Eingang. Ein Gegner. Ich kann ja mal gucken, dass ich mich anschleiche heute. Ach, guck mal, da ist einer. Ich habe so gewusst, dass das kommt. Hat der das gemerkt? Hat er nicht. Oh, das sind solche. Oh, und guck mal, da ist ein weiterer Weg. Alter, hält er aus. Voll daneben erstmal. Ganz ruhig, Drachi. So, und jetzt noch erledigen, wenn er auf dem Boden liegt. Ganz ordentlich, die Viecher. Gott, geht das hier noch tief nach unten? Da ist schon wieder so ein Kessel. Machen die da ein Blutritual? Ja, was da wohl läuft, ich denke mal, da komme ich gleich hin, wenn ich hier einmal rumgehe. Ich bin mal gespannt, was hier für ein Boss wartet. Ich hätte ja fast gedacht, das ist ein Drache, aber wenn hier diese Gegner sind, habe ich fast das Gefühl, das wird kein Drache sein. Der da steht auf, oder? Ja. Ich höre es von oben krummeln. Da oben sitzt einer, da wo das Item ist. Aber sowas von. Es stört mich halt, diese Großen sind halt gefährlich. Die halten viel aus und die lassen sich nur schwer unterbrechen. Und wenn dann noch ein Kleiner dazukommt, dann wird es gefährlich. Deswegen muss ich gucken, dass ich diesen Kleinen da schnell auseinandernehme. Während der Große nicht guckt. Und dann kann ich den Großen bekämpfen. Na geil. Das Problem ist halt... Nein! Deswegen. Genau, das ist das Problem, dass ich die halt erledigen muss. Sonst wird's schwer. Und tschüss. Puh. Ist er tot? Ist er tot. Sehr gut. Gibt so viele Wege, die man gehen kann. Ganz schön... verworren, der ganze Gang hier. Oha. Oh nein, nicht so ein blöder Magma-Wurm. Ganz ehrlich, ich suche erstmal den anderen Weg ab. Der kommt hier ja eh nicht durch. Das Problem mit den Viechern ist, die können unglaublich übertrieben stark sein. Ich erinnere mich da, es gab in dem einen Gebiet... wo man zu Malenia dann kommt, gab es einen, der hat so viel Schaden gemacht, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich gucke mich erstmal lieber in dem ganzen Rest hier um, bevor ich mich dem annehme. Bevor ich das alles nochmal machen muss, ganz ehrlich. Oha. Er versucht durchzukommen. Er versucht es zu schaffen, das muss man ihm lassen. Tschüss. Ich kümmere mich schon um den, aber ich will erstmal den Rest hier erkunden.
allem diesen Teil hier, das sieht eigentlich geil aus. Jetzt ist die Frage, was man hier findet. Oh, und man kommt hier nicht mal hin. Okay, wahrscheinlich muss ich den ollen Magmawurm, das ist ja kein Drache eigentlich, ne? Muss ich den Magmawurm besiegen. Es gefällt mir echt nicht. Ich mag die Viecher eigentlich nicht. Kann ich eventuell... anstatt diesem vielleicht extrem Schutz gegen Feuer mal einbauen. Das könnte helfen. Harzknoten. So, dann komm mal her. Den physischen Angriff dagegen habe ich ja schon in Talisman, aber... den Feuerangriff will ich halt trotzdem sicherstellen. Boah. Aber trotzdem macht der physisch ja noch so einen derben Damage, ey. Aha, jetzt geht das wieder los. Jetzt räumt er hier wieder alles mit Magma ein. Au. Also dafür, dass ich einen Feuerschutz drin habe, macht das Magma noch scheiße viel Damage. Da zieht er den echt noch zurück. Nice. Komm, Banda. Ah, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich habe nicht mehr genug Heil-Items. Guck mal, wie viel der noch hat, ey. Wieso kriegt er keinen Damage? Die Magma ist halt immer noch zu stark. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Durchschlagskraft, glaube ich. Ich wollte es mit dem Katana probieren, mit dem Großkatana, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Ich nehme... Entweder ich probiere es mit Bluten, mit Hilfe von Katanas, oder ich benutze, ganz ehrlich, ich benutze Eis. Das sollte eine gute Schwäche für ihn sein, oder? Das heißt, hier setze ich mal ganz kurz wieder mein Dingens ein und dann... gucken wir, wo waren meine Eiswaffen? Das war einmal das Ding und einmal das Ding, genau. Na also, da ist er tot. Und schon wieder ein uralter Drachenschmiedestein. Meine Güte. Wie viele Waffen ich jetzt verstärken kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was finden wir hier noch? Schmiedesteine. Aber dann weiß ich immer noch nicht, was ich da unten machen soll in der Drachenhöhle. Ich musste übrigens wieder die alte Rüstung anziehen, weil ich sonst gefettrollt wäre, habe ich gemerkt. Dementsprechend musste ich das nochmal machen. Ja, mit den fetten Waffen war der dann gleich doch ein bisschen deutlich einfacher. Die haben ja auch einfach deutlich mehr Damage gemacht. Er hat immer noch enorm viel Schaden gemacht, das hat man gesehen. Aber ja, was mache ich jetzt mit diesem Teil da unten? Das ist die große Preisfrage. Vielleicht fehlt mir da einfach noch was. Es scheint hier ja auch ansonsten keinen Boss in dem Sinne zu geben in dem Dungeon. Was macht man hier? Sprungangriff, das kann ich mir nicht vorstellen. Benötigtes Objekt. Zeit für die ist Mist. Achso, er will da runterscheißen. Ich hab's verstanden. Gut, keine Ahnung. Vielleicht muss ich da die eine Quest von dem einen Typen noch weitermachen. Ich glaube, teleportieren kann man sich ja jetzt nicht. Nee, dann muss ich... Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Gibt's hier keinen Weg raus, keinen schnelleren? Das ist ungewöhnlich. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob der eine Typ inzwischen was Neues zu sagen hat, jetzt wo ich in dem Dungeon war auch wirklich und bis zum Ende durchgekommen bin. Hier saß der ja. Und dann werden wir mal sehen. Ja, und dann werde ich mal schauen, wie gesagt, den anderen Dungeon machen wir noch, hoffentlich. Er stöhnt auf jeden Fall wieder. Ich frage mich, ob ich den einfach töten sollte, dann hat er keine Schmerzen. The pain. The pain.
Nee, das ist das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat. Okay, dann ab zu dem Lava-Zulauf der ruinierten Schmiede. Und dann werden wir mal schauen. Ich werde eventuell... Wir haben da noch so viel zu tun, merke ich gerade. Wir haben jetzt gerade so viel aufgemacht. Wir sind da unten. In dem einen Gebiet können wir theoretisch noch weitermachen. Wir können... Ich will den ollen Typen vielleicht nochmal angreifen. Aber gucken wir erstmal, was sich hier findet. Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felsen sehe. Ich werde ihn finden, daran besteht kein Zweifel. Was? Der Altar der Schmiede kann nicht weit sein. Aber ein Schmiedestein vielleicht ganz gut. Ich hätte halt ganz gerne einen für normale Waffen noch. Weil ich glaube, bisher habe ich nur welche für spezielle Waffen gefunden, die uralten, ne? Ich kann mal ganz kurz gucken. Uralter Drachenschmiedestein, genau. Einen habe ich schon verbraucht. Und ansonsten, die zwei haben wir in dieser Folge gefunden. Trefft sie an ihrer Schwachstelle. Ja, danke für den Tipp. Also, dass ich Gegner an meiner Schwachstelle... Wahrscheinlich nicht Gegner, aber... Wobei, doch, es könnten Gegner sein. Das da sieht wie so ein Gegner aus. Es ist bloß die Frage, ob hier irgendwas wartet. Die Frage, was ist deren Schwachstelle? Das hat ihn weiter angegriffen, als ich dachte. Nimm das! Komm schon, frier ein. Oh, von hinten. Verdammter Schleim, ey. Oh Mann, diese delayten Angriffe sind so schrecklich. Zwei und keiner mehr. Okay, der ist über meinen Kopf gegangen. Oh, hier ist Ende im Gelände, das ist schlecht. Ah ja, da ist die Leiter. Boah, ich hatte irgendwie gehofft, dass der mal staggern würde mit der Zeit. Jetzt staggert er, na danke. Schmiedestein 6. Na gut, zum Glück muss ich hier ja hoffentlich nicht allzu oft rein in diese Ecke. Das heißt, sollte ich sterben, kann ich den auch übergehen. Schmiedestein 5. Also es kann sein, vielleicht kann man die gut mit dem Bogen oder so. Guck mal, da ist ein Schmiedehammer. Kann man den vielleicht irgendwie mit einem Bogen oder so an der ganz speziellen Stelle treffen? Ich weiß nicht, ob man das gut mit Schwertern hinkriegen kann. Schmiedestein 2. Es geht hier auf jeden Fall ganz schön rum. Also wenn ich hier unten nicht die stärksten Waffen der Welt schmieden kann, dann weiß ich auch nicht, in den Höllenfeuern des Schicksalsberges. Da sind auf jeden Fall mehr von denen. Oh, guck mal, da unten. Das sind Schmiedesteine. Handbuch des großen Herrschers. Das gibt mir schwerer Vulkantopf. Hey, ich kann mehr Töpfe herstellen. Alle von diesen Dingern lassen einen einfach nur Töpfe herstellen, habe ich das dumpfe Gefühl. Oh, warte, der hat ein Ding hinten. Ich muss in den umrunden, oder? Aber erstmal dich. In meinem Backstabben. Ach, geil. Zu langsam. Seine Schwachstelle ist im Rücken. Okay, das krieg ich nicht hin. Da bin ich einfach zu langsam für. Wie viel gebracht hat es jetzt auch nicht. Jetzt, haha. Oh, ich muss wahrscheinlich weiter in den Rücken angreifen, ne? Schleim, da gefällt mir nicht. Komm schon, Junge. Lass mich erstmal den Schleim erledigen. So. Jetzt dich. Okay, ich weiß, was ich machen muss, aber es ist gar nicht so einfach. Das
sagt, sich so einfach die in den Rücken zu treffen. So, und jetzt kann ich jetzt? Na also, jetzt kann ich. Das macht wahrscheinlich den Hauptschaden, wenn man das hinkriegt. Nicht, dass mir das jetzt viel bringt, weil jetzt war er eh schon tot. Aber jetzt weiß ich das zumindest. Mehr Schmiedesteine. Komm schon. Na also, und ab in den Rücken. Jetzt kann ich ja mal sehen, wie viel Damage das macht. Ja, geht. Geht, möchte ich meinen. Ich hatte jetzt irgendwie ein klein wenig mehr erwartet. Aber ich gehe davon aus, dass das auch sehr stark von der Waffe abhängt. Ich denke, hier sind Hämmer ganz effektiv. Oh, kriegen sie jetzt mehr Damage? Ist das so wie mit den anderen Typen? Nee. Das war jetzt nur, weil ich hinten getroffen habe, habe ich jetzt mehr Damage gemacht? Okay, ich schaffe das noch nicht ganz. Ist ja aber auch egal, er ist tot. Manchmal reicht's auch Gasstein, reicht's auch einfach oft genug drauf zu hämmern. Hier gibt's eine Menge Schmiedesteine. Hier wollen sie einen echt nochmal eindecken. Zwei und zack. Tschüss. So, Problem ist, jetzt sind mir die Heiltränke wirklich ausgegangen. Und jetzt soll ich hier angeblich in die Lava, oder wie? Schmiedschriftdolch. Mit Schmiedschrift gravierter Dolch. Das verringerte Gewicht verstärkt die Schmiedeeffekte und ermöglicht der Waffe als Wurfdolch... Die Schmiedeeffekte und ermöglicht der Waffe als Wurfdolch für alle Angriffe zu fungieren. Wird der Dolch geworfen, erscheint er sofort wieder in der Hand der Person, die ihn führt. Durchbohrender Wurf. Okay. Was zum Werfen. Jetzt bin ich... Ehrlich gesagt, guck mal, da geht's auf jeden Fall noch irgendwo hin. Das heißt, ich muss irgendwie da hochkommen können. Das Problem ist, ich will jetzt eigentlich hier nicht runter. Ach so, nevermind. Da kann man runter. Die Frage ist jetzt bloß eher... Oh, warte mal. Muss ich das Ding irgendwie kaputt machen? Guck mal, das da sieht doch so aus, als würde es fallen. Die Frage ist, wie kriege ich es zum Fallen? Hm, mal gucken. Aha! Hier ist ein Weg, den ich noch nicht gesehen hatte. Blöden Schleime. Schmiedesteine. Da kommt noch einer. Voll auf die Schmiedesteine hier. Und dann sind es auch nur noch Einser-Schmiedesteine. Das ist der richtige Trollmoment. Einfach. So ein richtiger Trollmoment ist das. Bin am Überlegen, aber ich glaube, so viele Runen habe ich jetzt auch nicht, dass ich unbedingt zurück muss. Da ich ja jetzt einen besseren Weg habe. Glassplitter. Aha. Ich gehe mal davon aus, die Treppe oder Leiter ist wirklich nur dafür da, falls man fällt. Genau so zum Beispiel. Gut, ich bin tot. Ich habe mich gerade gewundert, warum bin ich nicht gesprungen, aber ich habe versucht, mit L3 zu springen. Wie in den alten Souls-Spielen. Ob das eine gute Idee ist, den Weg jetzt noch zu probieren? Ich riskiere es, komm. Vielleicht ist da ja ein Marika-Ding. Gut, diese blöden Viecher, die gehen mir sowas von... Die sind mir sowas von egal. Solange sie mich nicht runterhauen. Das war knapp. Never mind, das war zu knapp. So, jetzt ist die große Preisfrage. Wo will ich runter? Ach, guck mal, da... Ah ja, da sind wir hergekommen. Da war der Hinweis, das heißt, wir wollen hier ganz nach oben.
Und hier oben findet sich wahrscheinlich die große Schmiede, oder? Jetzt bin ich ja gespannt. Was finden wir hier? Amboss-Hammer und ein weiterer uralter Drachenschmiedestein. Ich hätte gern mal einen normalen Drachenschmiedestein. Ganz ehrlich, was will ich denn mit drei Ult... Ach nein, warte, das sind die für 25. Never mind. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das andere sind Dunkeldrachenschmiedesteine, ne? Für das Ding brauche ich 39 Stärke. Wie viel habe ich denn? 38 Stärke. Aber gut, solange ich es zweihändig nehme, würde es gehen. Einer der Schätze aus den ruinierten Schmieden. Ein imposanter Hammer, dessen Kopf den glühend heißen Amboss der Schmiede darstellt. Man sagt, die Form des Ambosses sei von der eines Altars inspiriert und dass er vor langer Zeit tatsächlich in Riten und Ritualen als solcher verwendet wurde. Einzigartiges Talent, Schmiedekunstsperre, rammt den glühenden Amboss in den Boden, der unzählige Speere in die Höhe schießt. Wenn er herausgezogen wird, die Speere verschwinden augenblicklich. Vielleicht benutzen wir den ja mal. Aber hier haben wir zumindest das Ende erreicht, bei dem Drachen-Dungeon nicht. Und wisst ihr was, ich würde es jetzt wirklich so machen. Ich werde jetzt mal offscreen nochmal versuchen, diesen ollen Riesen da, Feuerriesen zu erledigen, weil irgendwie will ich das halt einfach, das gehört irgendwie dann dazu, den noch zu erledigen. Wenigstens das hier haben wir durchgeschafft. Bin überrascht, dass es keinen Boss gab, aber finde ich ganz gut. Das war ja einer meiner Kritikpunkte, dass viele der Dungeons nicht zwingend einen Boss gebraucht hätten. Und ich mag es lieber so, dass sie hier quasi so eine Art kleines einen eigenen Dungeon mit seiner eigenen Atmosphäre haben und dann sagen, okay, wir haben dafür einfach keinen Boss, aber wir setzen auch nicht einfach zwingend irgendeinen rein. Das finde ich echt eigentlich eine bessere Variante. So, was ich jetzt machen will, ist, ich will das Mondlicht-Großschwert nehmen. Und will ich auf die Seite dann noch was legen? Ich weiß nicht, was mir was bringen würde. Wir können ja einfach das Ding noch hier rauflegen. Ist ja erstmal egal. Ich will vor allem das Mondlicht-Großschwert benutzen. Und ich werde versuchen, den Ollen da drüben mal nochmal zu besiegen. Aber ich glaube, vorher gehe ich ganz kurz noch Waffen verstärken. Aber ob ich das schaffe, werdet ihr gleich sehen. Ansonsten werde ich das rausschneiden. Ah, scheiße, der blöde Grab. Den sieht man halt nicht kommen. Aber an sich lief das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ohne Torrent läuft's ganz gut. Man muss einfach nur drüber springen. Der Grab ist halt das Einzige. Wahrscheinlich muss ich gucken, dass ich möglichst hinter ihm bleibe. Dann kann er mich nicht graben. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Aber machbar ist der, glaube ich. Ich habe durchaus Damage gemacht. Nein, ich hab's gesehen, aber der hat, dass die sogar den Grab, delayen ist ja widerlich wie sonst was. Ich hab gesehen, wie er mit seiner Hand runterkam, aber er hat dann nochmal kurz gestoppt. Das ist ja widerlich. Muss ich auf das andere Bein dann? Vielleicht. Er ist umgefallen, never mind. Ich muss bloß lang genug auf ihn draufhauen, scheinbar. Alter, das hat Damage gemacht. Oh, guck mal, da ist ein Riesenkopf. Der von dem Feuerriesen. Fällt er? Er fällt! Und das sollte es gewesen sein. Na also, haben wir dich auch noch erledigt, Kollege. Der gibt nicht mal viele Seelen, ey. Abwehrende Bleiträne und ein Ofen. Oh, ein weiteres Ofengesicht. Ja, der ist an sich gar nicht so schwer. Also nicht versuchen auf Torrent einfach, wenn er seine blöden Stampfer macht, einfach springen. Es ist ein bisschen delayed tatsächlich, kann es sein, wenn er ein bisschen weiter weg steht. Aber einfach springen über das Feuer, das Timing kriegt er raus. Und ansonsten halt draufhauen. Und wenn ihr genug draufgehauen habt, könnt ihr einen Superschlag irgendwann machen, wie bei den Riesen. An sich eigentlich gar nicht schwer. Ihr müsst nur auf den Grab aufpassen. Der ist unglaublich übertrieben stark.
So, ein weiteres Ofengesicht und verstärkt den Arzneigemisch spontane Abwehr. Ach, das ist für das Ding. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Skadubaums tief im Golemofen sammelt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verstärkt kurz die spontane Abwehr. Schadensresistenz und Abwehrgleichgewicht werden sofort nach Einnehmen einer Abwehrhaltung erhöht. Wird eine spontane Abwehr erfolgreich ausgeführt, werden zudem Abwehrkonter verstärkt. Schadensresistenz und Ab... Ach so, das ist quasi für so ein Blockbild, ne? Interessant. Weiß nicht, ob die was bringt, aber... Ich meine, für die Blocks-Builds gibt es doch schon irgendwelche Schilde. Naja, egal. Aber wahrscheinlich kann man dadurch extrem tanky werden mit seinen Schilden, wenn man nicht nur weniger Schaden... Also ich meine, Schaden kriegt man durch die Schilde ja sowieso schon kaum. Aber wenn man auch kaum Ausdauer verliert, kann man dadurch tatsächlich wahrscheinlich für Tage blocken dann. Was durchaus interessant ist. Aber gut, damit haben wir den auch gelegt. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und jetzt würde ich sagen... Achso, meine Seelen, ja gut. Die Frage ist, was will ich jetzt eigentlich noch machen? Also ich glaube, als nächstes will ich erstmal den Teil hier unten. Ich war noch gar nicht hier im Norden, ist mir aufgefallen. Ich habe heute den ganzen Tag diesen Süden hier abgegrast. Bin hier schon irgendwo hinter die Festung des Tadels gekommen. Weiß noch nicht, was ich in der Drachengruppe mache. Warte mal, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, als ich geritten bin. Und zwar dieser Turm da. Ich war bei diesen Ruinen. Bevor ich das wieder vergesse, ich war nämlich bei diesen Ruinen und habe diese Ruinen durchgesucht, habe da aber nichts Interessantes gefunden, deswegen habe ich den Großteil davon auch wahrscheinlich rausgeschnitten gehabt in der ersten Folge. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass da dieser fette Turm sitzt und der Turm hat mich halt sehr an diesen Turm da erinnert und deswegen wollte ich gucken, ob man da noch irgendwie reinkommt. Ja, hier kommt man nicht rein. Ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie reinspringen kann von da oben. Nee, also ich glaube nicht, dass ich zu dem Turm... Ich komme bis hier oben. Das ist kein Problem. Aber bis da oben komme ich nicht. Und dementsprechend kann ich auch nicht in den Turm reinspringen. Ich glaube, wenn ich es... Aber selbst wenn ich es schaffen würde, kommt Torrent, glaube ich, gar nicht so weit. Na gut. Das war es dann aber erstmal von der heutigen Folge. Wie gesagt, ich denke, wir sind wieder ganz gut durchgekommen. Wir haben eine ganze Menge aus... Oder eine ganze Menge auch gefunden. Und ich werde mal schauen, wie ich beim nächsten Mal weitermachen will. Also ob wir hier weitergehen oder... Ich denke, ich werde erstmal diesen Teil hier unten noch machen wollen, weil der gehört ja noch hierzu. Und eigentlich will ich dann diesen nördlichen Teil hier auch noch gucken, ob ich den machen kann. Also da ist noch einiges, was sich durchaus zu erkunden lohnt. Oh, what the fuck. Und ich bin mal am Schauen. Ich werde mal schauen, was ich davon machen werde. Aber ich glaube, wir werden hier anfangen. Aber das dann alles erst... Diese blöden Würmer. Ich weiß immer noch nicht, was die bringen. Aber das dann alles erst wirklich in der nächsten Folge. Und mal schauen, wann dann der nächste Storyboss auch kommt. Das kann ich alles noch nicht erzählen. Aber das werden wir dann dementsprechend sehen. Bis dahin. Ciao.